Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge Hausflipper. Ja, es ist jetzt soweit. Ihr seht schon, die Lampen sind montiert. Das Bad hat auch richtig coole Beleuchtungen. Das mit den Rändern haben die jetzt aber noch nie im Spiel noch nicht so ganz raus. Aber jetzt ist es dran, wir müssen hier noch Rasen verlegen, den Weg fertig machen und dann wird das Haus verkauft. Ja, es ist soweit. Bedeutet, wir gehen jetzt hier hin auf... Kann ich hier nicht unter Rasen gehen? Kriege ich das nicht unter Rasen? Oder unter Rollrasen? Großer Rollrasen, da brauchen wir nicht jetzt viele. Ah, das bringt hier gar nichts. Zum Aufheben, warte mal, wir benutzen jetzt erstmal den hier. Das kann jetzt irgendwie so ein bisschen dauern, ne? Warum kann ich einfach neue Wiese verlegen oder so? Das wäre alles um einiges einfacher. Aber hey! So, du bist gleich durch. Dann haben wir das erste Stück, wie ging es mit Abschneiden? So. Das Problem ist halt, wir müssen jetzt hier alles hier so drüber ziehen auch. Halten zum Ausbreiten. Oh Gott. Gibt es dafür kein Tool, wo ich sozusagen Ding einfach ganz easy und gechilltes machen kann irgendwie? Oder wir pflanzen da vorne jetzt was an. Das wäre auch eine Überlegung. Dann lassen wir die nochmal ausrollen fertig. Abschneiden. Kann ich nicht... Garten. Decken. Steinwege. Sandquadrat. Sand. Dann tun wir hier jetzt Sand hin. Dann ist es sozusagen der kleine Sandspielkasten der Alnatura. Sandspielkasten. Für das Kind dann, wenn hier mal eins drin ist. Das müsste ja relativ cool sein dann. Zack. So, einmal hier rum. Oh, da hat es schon wieder angefangen. Einmal hier vor. Irgendwie müssen wir nicht... Ich mag jetzt nicht alles mit Rollrasen begleichen. Das wird eine halbe Ewigkeit dauern. Ich will mich eigentlich um unseren Pool kümmern. So, okay, dann haben wir jetzt hier so ein kleines Sandbeet. Dazu kommen auch noch, weil wir haben hier noch ein, zwei Stellen, die nicht so perfekt sind. Laufen wir immer schnell mal rum und schauen auf der Karte. Damit zum Beispiel noch, zack. Alles wegmachen. Am Haus ist noch hier ein bisschen was. Ich schaue jetzt gerade oben nur auf die Minimap. Ist für mich so wie Tetris gerade. Ich laufe jetzt hier so einmal lang und tun hier alles abmähen. Weil natürlich extrem viel ist auch. Jetzt sieht man, oh, jetzt bin ich vom Weg abgekommen, nochmal von vorne. Zack, alles darüber. Ihr seht es genauso wahrscheinlich wie ich oben auf der Karte gerade, wie es ausschaut. Okay, da vorne ist noch ein Stückchen. Weg damit. Dann mit dem Hütchen entlang, muss noch einmal gemäht werden, gescheit. Da kommt man natürlich mit dem Rasenmäher jetzt nicht so gescheit immerhin. Lass mich jetzt gerade vollkommen auf mein Gefühl. Ich glaube, ihr seht auch sehr wenig aktuell. Ich kann, mit F sieht man mehr. Ha. Ist mir gerade wieder eingefallen, dass es die Dämonen auch gibt. Hier muss ich auch einmal noch lang.
um halt den Rasen wirklich auf der kompletten Map zu löschen, muss man überall auf dieser scheiß Map achten. Das ist wie so ein kleiner Flickenteppich immer wieder, den man überarbeiten muss. Das ist richtig scheiße. Und teilweise siehst du nicht mal, wo die Flicken sind. Da ist ein Flicken. Da ist unser Wasser. Und hier können wir eigentlich mit dem Rasenmäher drüber düsen. Also Rasenmäher raus. Einmal alles niedermähen. Rum, darum Löffelstiel. Dann muss ich noch einmal lang. Da habe ich nachher nicht mit der Maschine, mit dem Handmäher nicht so viel zu tun. Da haben wir noch einiges. So, jetzt nochmal der Handmäher. Um hier am Rand nur alles abzumähen. Da liegt gerade was irgendwie. Naja. Ah, das könnte auch wieder so eine scheiß Bremse sein. Bremse, ja. Genau, eine Bremse. Nee, Mücke. Die Mücken sind extrem aggressiv. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ob sie bei euch auch so aggressiv aktuell sind. Bei uns sind die richtig aggressiv aktuell. Wir wollten die Steinfliesen verlegen noch. Das war wieder unter Decken. Gehsteinplatten. Und dann hatten wir die großen. Ich glaube, den schwarzen Rand, ne? Ne, wir hatten einen grauen Rand. Das ist ein anderer Rand, hä? Welcher Rand dran ist der da? Ne, dunkler war's. Der war's. So. Jetzt bewegen wir den ganz vorsichtig bis nach da vorne. Das passt schon. Dann machen wir hier noch. Ich würde das jetzt wirklich bis da vorne so ein bisschen fortsetzen. Warum geht das nicht irgendwie einfach? Warum macht man das so kompliziert? Das hätte man noch auf einiges einfacher machen können, oder? Aber nein, man macht es so, wie es jetzt ist. Das ist sehr grausam. Ach, hey, nee. So, da rein das Ding. Da musst du ja jetzt gerade so wirklich Fliese auf Fliese anlegen. So. Pass auf, am Ende kann ich jetzt auch nichts drauf bauen. Das hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen, ne? Da muss ja noch die ganzen. Da müssen ja noch die Stühle und der Tisch muss drauf. Und der Grill. Soll ja so das Lockmittel eigentlich da werden. Ah, darf ich noch. Da muss ich noch mit dem Rest verlegen, ne? Und hier kommt nochmal ein paar Fliesen lang. Fliesen lang, lang, yeah. Lang, 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 lang. Nein, den habe ich falsch verlegt. Ach nee, jetzt kommt schon. Ich hasse es, wenn ich die verlege. Da muss ich nicht immer alles wieder neu legen. Das ist so richtig nervig. Aber hey, für einen, was macht man nicht alles für einen guten Garten, ne? Ist es nicht heute auch noch so, dass Leute. Also ich weiß, dass ich habe Nachbarn, der ist penibel mit seinem Garten. Der ist so ein richtig englischer Gartentyp. Der Wahnsinn. Da muss der Garten immer perfekt sein. Das ist so richtig. Oh. Anstrengend fast schon. Aber wenn du nichts zu tun hast, ist es für dich auch anstrengend, weil du dieses Mal siehst, wie sie penibels auf diesen scheiß Rasen achten. Ich bin da eher so, ja, Bienen wollen Blumen. Lass den Rasenmäher stehen. Im Grunde.
So in der Art. So in der Art denke dann immer ich und dann hat es nicht funktioniert. So, zurück die Stellplatten. Nehmen wir die ganz, ganz dünnen und da hatten wir den Teil und kaufen viele. So, und ich glaube, besser geht's da jetzt auch nicht mehr. Nee. Können wir da auch einen Kiesweg legen oder wie machen wir das? Ich bin dafür so einen einfärbigen roten Kies. Und mit großen Steinchen dieses Mal kaufen viele. So. Hier noch so ein bisschen nach da drüben Annäherung oder so, wie man es nennen will. So. Das ist im Grunde der Glitzerweg, der darüber führt. Den muss ich aber wahrscheinlich so ein bisschen reinfüllen lassen, einfach so, zack. Das sieht man wenigstens den Übergang auch. So, dann kommst du hier so auf den Wattesturm, aber hier noch ein bisschen auch nach drüben legen. So, jetzt würde ich ein paar Gartenmöbel besorgen. Gibt es doch hier bestimmt auch irgendwie so Schmuck, Zäune, Möbel. Machen wir von denen hier ein paar. In Schwarz kaufen viele. Hier noch eine. Zack, das ist so eine der Sitzecken. Möbel. Und dazu gibt es ja gleich den passenden runden Tisch auch noch. Bin ich der Meinung? Warte mal, oder hier war doch gerade so ein Tisch. Tisch Emperor. Ne, dann nehmen wir das. Jetzt kaufen. Muss jetzt schön. So, das ist jetzt der perfekte, so richtig geil. So, die Sitzlounge, dann tun wir da drüben den Grill hin. Möbel. Wo ist denn der Grill? Grill. Garten? Sonstiges? Ist das interessant? Ah, der. Ich glaube, die Viecher beißen jetzt schon wieder zu. Die haben schon wieder gedacht, jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, um vielleicht Grillen und Erholung. Also ich sehe hier einen Grill. Pizzaofen. Grillfegel. Gehen wir einfach mal nur Grill ein. Grill. Na, dann nehmen wir den Grillfegel hier. Jetzt kaufen. Der soll hier schön in der Ecke stehen. Dann kann man doch bestimmt auch noch irgendwie sowas mit liegen, oder? Möbel. Sofas, Sessel, Liegestuhl. Da haben wir es doch. Die schaut interessant aus. Tagesdecke. Die machen wir jetzt Grundlage. Ja, so, das ist. Das ist nice, so. Einmal umdrehen. Einmal umdrehen und noch ein bisschen drehen. So. Jetzt haben wir von denen auch hier ein paar. Mit sogar Sonnenüberdachung. Hier ist der Grill. Sitzplatz.
Was kann noch sonstiges? Braucht man sonst noch was? Wir tun so einen Werkzeugkasten noch in die Ecke da hinten stellen. Haben wir irgendwas mal noch erbaut? Wo ist denn hier vorne und wo ist hier hinten? Ich denke, nee, das andere, die andere Richtung ist vorne. Das schaut so nach Tor aus. Dann kommt hier in die Ecke noch die Hütte. Wir haben noch nichts draußen eigentlich mal montiert gehabt. Das wird jetzt interessant. Okay, reinschieben, draufspauen, aufstecken. Dann die Seitenwände einstecken. Okay, ja, dann die Rückwand. Achso, jetzt kommt die Türen. Natürlich müssen die Teile jetzt montiert werden. Der Rest ist ja wurscht. Der Rest ist einfach ein Stecksystem. Kommt das Dach jetzt dran. Auch wieder mit zusammengeklickten Teilen. Jetzt kommen die Türen. Die werden auch wieder ganz easy einfach zusammengesteckt mit einem Türsystem. Und wir haben unseren Werkzeug. Da kann ich da nicht so Schränke reintun. Möbel. Regenschirme, Tische und was. Was fällt mir bei denen unter sonstiges? Haben wir die sonstiges ja auch? Zäune. Ach, sonstiges. Nee, ist hier nix. Naja, die sollen da selbst ihren Müll reinschmeißen. Wir haben ein relativ gemütliches Wohnapartment, finde ich. Mit ein bisschen Sand, Auffahrt, Pipapo, alles mögliche. Ich finde, das schaut nicht schlecht aus. Also, habe ich mir am meisten Mühe bis jetzt gegeben. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss. Wir verkaufen die Hütte. Und zwar gehen wir dafür auf Enter. Den reichen wir nicht an. Das ist schon mal. Zeige das Haus zur Versteigerung. Das Haus verfügt über blablabla so viel Quadratmeter. Hat eine Fläche von über 1000 Quadratmeter. Gekauft für 74.000. Die Höhe deines aktuellen Budgets ist 90.000. Die Arbeitszeit in diesem Haus sind 2 Stunden, 13 Minuten und 8 Sekunden. Dann würde ich sagen, zur Auktion hinzufügen. 100, oh geil, wir gewinnen 110. Sollte 121, 120, 135.000 kriegen wir dafür mehr. Ich würde sagen, aber wir tun trotzdem noch ein bisschen fahren. Shift und Enter. Wie wär's denn mit so 8.000 mehr? Ich habe da Arbeit reingesteckt, bitte. In Ordnung. 43.000. Wir haben gekaufte Möbel. Wir haben 80. Also wir haben ungefähr, ja, ordentlichen Profit auf jeden Fall gemacht, würde ich sagen. Aber die Hälfte vom Originalpreis haben wir jetzt an Profit gemacht. Finde ich super. Würde ich sagen, wir nehmen dieses Angebot jetzt an. Bedeutet, ich hoffe, euch hat dieser kurze Exkurs zu Hausflipper gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei Planet Zoo oder bei einem anderen Let's Play wieder. Ciao! Everything changes.